Willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute dreht sich alles um den wunderschönen Luxusdampfer HMHS Britannic. Genau heute, vor 103 Jahren, sank der Ozeanriese im Kea-Kanal, nachdem er auf eine Seemine gestoßen ist. 30 Menschen kamen an diesem Tag ums Leben. In diesem Video möchte ich euch ein bisschen was über das Schiff erzählen und am Ende des Videos kommt nochmal ein kleines Tribute-Video. Die HMHS Britannic ist ein Schiff von der Reederei White Star Line und sie ist das dritte und letzte Schiff der Olympic-Klasse. Am 1. August 1908 gab die White Star Line eine dritte Bestellung raus für ein drittes Schiff neben der RMS Olympic und der RMS Titanic. Dieses dritte Schiff sollte den Namen Britannic tragen. Am 30. November 1911, 3 Jahre später, war es dann soweit. Der Kiel für den Luxusdampfer wurde gelegt. Ab hier begann die Geburtsstunde der Britannic. Die Britannic wurde wie ihre beiden Schwestern auch bei Harland & Wolff in Belfast gebaut. Im Januar 1912 beschloss man das Schiff breiter zu machen als ihre Schwestern, somit wurde die Britannic um 46 cm breiter. Nach dem Untergang der Titanic gab es einen Baustopp bei der Britannic, damit man Änderungen an dem Schiff planen konnte, wie zum Beispiel eine doppelte Außenhaut und erhöhte Schotten, die bis zum B-Deck gingen. Ein auffälliges Merkmal der Britannic sind die 5 riesigen Davits, womit das Evakuieren des Schiffs deutlich schneller werden sollte. Im Ganzen hatte die Britannic nach der Titanic-Katastrophe mehr Rettungsboote bekommen, um 3600 Leute retten zu können. Für jede Person an Bord gab es einen Platz im Rettungsboot. Durch alle Veränderungen am Schiff musste man die Jungfernfahrt des Schiffes von Frühjahr 1914 auf Frühjahr 1915 verschieben, doch die Britannic hatte nie ihre Jungfernfahrt gemacht. Am 26. Februar 1914 war der Tag, an dem der Stapellauf der Britannic stattfand. Durch den plötzlichen Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde der Fertigbau der Britannic gestoppt, weil viele Arbeiter für den Rüstungsbau gebraucht wurden. Nach dem Verlust der RMS Lusitania beschloss die Royal Navy, fast fertige Riesenschiffe als Lazarettschiffe zu nutzen. Bis zum November 1916 war die Britannic als Lazarettschiff tätig. Am 12. November 1916 begann die Britannic ihre Reise von Southampton nach Mudros. 9 Tage später, am 21. November 1916 um 8.12 Uhr, gab es eine schwere Unterwasserexplosion. Die Britannic fuhr gegen eine Unterwassermine vom deutschen U-Boot U-73. Viele der Schotten gingen nicht mehr zu, weil die Druckwelle einige Schotten verbogen hatte. Der Kapitän versuchte, das Schiff zu stranden, doch das Schiff sank schneller, als dass es vorankam. Die Britannic sank innerhalb von 58 Minuten. Unter den 1036 Leuten kamen nur 30 ums Leben, die meisten davon starben, weil 2 Rettungsboote in die noch rotierenden Schiffsschrauben gelangten. Die Britannic war das größte im Ersten Weltkrieg versenkte Schiff und ist bis heute das größte gesunkene, auf Meeresgrund liegende Handelsschiff der Welt. Das Wrack der Britannic wurde im Jahr 1976 in einer Tiefe von 120 Metern gefunden. Das Minecraft-Schiff, was man hier sieht, ist das Schiff von Kronos Darp. Wenn ihr dieses Schiff haben wollt, könnt ihr auf seinem Kanal das Schiff runterladen. Kronos Darp macht echt tolle Minecraft-Filme, zum Beispiel einen Britannic-Film, aber auch Titanic-Filme. Ich würde es euch auf jeden Fall mal empfehlen, bei ihm vorbeizuschauen. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja ein Like da lassen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Tribute-Video. Bis zum nächsten Mal.